meinem letzten Video habe ich mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, Request Animation Frame abzubrechen, damit, wenn ich zum Beispiel eine sich wiederholende Form zeichne, dass das nicht endlos weitergeht und Ressourcen verschleißt und Batterie verbraucht. Es gibt die Methode Cancel Animation Frame, aber ich muss gar nicht so weit gehen. Ich kann einfach ein If-Statement machen und eine Bedingung schreiben, unter der Request Animation Frame ausgeführt wird oder aufgerufen wird, und sonst passiert das einfach nicht und dann bleibt es stehen. Also ich frage hier, ist es so, dass wir schon fertig sind? Wenn ja, hören wir auf, und wenn nein, dann rufen wir Window Request Animation Frame auf. Und wenn diese Bedingung hier gegeben ist, dann soll in die Konsole geschrieben werden, dass wir fertig sind. Und wenn das als false evaluiert wird, hier habe ich noch Überbleibsel von vorhin, wenn das false ist, dann soll das nicht passieren und dann wird Request Animation Frame aufgerufen. Und wenn das true ist, dann soll abgebrochen werden und hier fertig geschrieben werden. Also hier beginnt das gleich zu Beginn. Es wird einmal gezeichnet und dann sind wir schon fertig. Also was ist das für eine Bedingung, die ich hier hineinschreiben muss? Und ich würde einmal davon ausgehen, wenn wir eine Lissajous-Kurve zeichnen, dass die zu Ende gezeichnet ist, sobald der Winkel a, den wir hier benötigen, um den Sinus auszurechnen, sobald der einmal rundherum gegangen ist und wir bei 360 Grad sind. Und das ist das gleiche wie Pi mal 2, also frage ich hier, ist A schon größer oder gleich groß wie die Zahl Pi multipliziert mit 2? Und jetzt ist es fertig. Und ganz sauber wäre es wahrscheinlich, wenn ich hier noch Return schreibe. Das heißt, ich steige aus der Funktion aus, der Funktionsaufruf ist dann abgeschlossen.